Willkommen im Stream 1 bei den Grazer Linux-Tagen zu Streaming von Musikkonzerten mit OBS Studio. Im Chat neben dem Stream könnt ihr Fragen stellen und diese werden dann nach dem Talk beantwortet. Wolltet ihr euch immer schon mal mit Streaming beschäftigen? Eventuell von daheim oder gleich für ein Konzert? Gehen euch Konzerte ab und ihr wollt wissen, was hinter den Streaming-Kulissen passiert? Heute bekommt ihr eine Übersicht über die Streaming-Möglichkeiten von Musikkonzerten mit OBS Studio. Außerdem Tipps für gutes Equipment. Helmut ist ein bekannter Vortragender der Grazer Linux-Tage. Seit 2014 beschäftigt er sich bei uns mit Themen rund um Open Source als Teil der Open Source Experts Group. Heute geht es aber um seine Tätigkeiten beim Explosiv hier in Graz. Dort hat er die letzten Tage so einiges an Erfahrung damit gesammelt, Musikkonzerte als Stream mit OBS Studio zu übertragen. Das verbindet ihn auch mit seinem zweiten Vortragenden, Werner Pankert. Gemeinsam sprechen sie heute über ihre Erfahrungen in der Pandemiezeit mit Streaming. Bitte, Helmut und Werner, ich übergebe an euch. So, einen wunderschönen guten Abend oder Nachmittag, besser gesagt, außer im Explosiv Gras. Wir haben ja wieder so schön dunkel, man sieht da nichts, wie es draußen ausschaut. Ich bin der Helmut, wie gesagt, schon länger bei Linux-Tagen dabei und neben mir ist der Werner. Ich gehe mal kurz hinüber mit der Kamera. Es wurde ja schon nett anmoderiert, vielen Dank für die netten Worte. Und da werden wir mal die Präsentation am Anfang anfangen und dann euch einige Sachen zeigen, live aus dem Explosiv, wo wir heute sind. Natürlich nur mit entsprechendem Abstand und limitiert, also keine Veranstaltung. Die einzigen noch mit uns Anwesenden darf ich kurz herzeigen. Das wäre einmal der Tux klarerweise und das GNU haben wir auch mitgenommen. Die sind beide auch virenfrei, also das sollte beides gut funktionieren. So, gehen wir weiter in der Präsentation. So, ich muss nur warten, bis sich das Bild bei mir aufbaut. Eine kurze Agenda einmal, eben, also ich und der Werner, wir uns kurz vorstellen, eben, was wir beide sind, was wir sonst machen und wie es uns auch zum Explosiv Graz gebracht hat. Dann einen kurzen Überblick geben über die Location hier, also eben diese Halle, Bühne, Equipment, was man sich so darunter vorstellen kann. Streaming haben wir selber auch schon probiert und gemacht von Musikkonzerten eben mit dem OBS Studio, also einer Open Source Software, die es für alle möglichen Plattformen gibt. Was haben wir da verwendet an Equipment, Hardware, Software, wenn wir euch berichten, ein kleines Fazit aus unseren Erfahrungen und dann sind wir gerne auch noch für Fragen und Feedback für euch da. So, mal zur kurzen Vorstellung unserer Personen. Klicke wieder weiter. Also mein Name, wie gesagt, ist Helmut Schmidt. Ich habe an die Informationsmanagement studiert an der FH Joanneum, bin schon im 98er Jahrgang, also eben schon länger fertig geworden, habe inzwischen einige Sachen ausprobiert im Wirtschaftsleben, bei Großunternehmen, auch bei kleinen und bin jetzt eben verstärkt mit Open Source unterwegs, weil ich festgestellt habe, dass auch mir jetzt nächstes Mal Sachen verstehen kann, anwenden kann, optimieren kann. Und ich bin da auch noch bei der Virtuskamera dabei, bei der sogenannten OSEC, also auch die Virtuskamera kann mit Open Source kann man durchaus Geld verdienen. Da habe ich inzwischen auch schon die Funktion des Bundessprechers und des Landessprechers Steiermark. Derzeit, wie gesagt, momentan etwas wenig los mit Veranstaltungen, leider wegen Covid, aber ich hoffe, das wird sich wieder ändern und dann können wir umso mehr wieder machen. Links stehen wir dabei und wie bin ich jetzt zum Explosiv gekommen? Das war vor, ich glaube, mittlerweile schon 3 Jahren bei einem Workshop im Sommer. Also man muss gleich vorausschicken, das ist ein Jugendzentrum, das auch viel Kulturveranstaltungen macht, auch im Rock-Metal-Bereich. Und wenn man da nicht nur konsumieren möchte, kann man sich da auch bei den Workshops mal anschauen, wie das Ganze funktioniert, sowohl für Licht als auch für Ton. Habe ich mir beide angeschaut, dann eben festgestellt, ich bin eher bei der Lichtgeschichte dabei, weil mich das sehr interessiert. Und habe schon eigene Shows mittlerweile gemacht, tolle Eindrücke machen können dabei und bin auch weiter fest interessiert, wenn wieder live das Ganze losgeht. Und der Werner ist genau anders, der ist mich beim Ton dabei, aber ich übergebe mal kurz an den Werner für eine Kurzvorstellung. Moment. Ja, hallo, ich bin der Werner. Ich mache an und für sich Feuershows, Feuerwerke, Pyrotechnik. Läuft im Moment natürlich überhaupt nicht gut. Gott sei Dank habe ich das zweite Standbein, eine kleine EDV-Firma. Ich habe schon größere EDV-Firmen geleitet. Jetzt habe ich mich seit 10 Jahren selbstständig gemacht und will als Einpersonenunternehmen da mehr Geld verdienen. Läuft ganz gut. Ich bin eben auch circa seit 3 Jahren wie der Helmut im Jugendzentrum Explosiv
als Tontechniker tätig, ehrenamtlich, weil es einfach Spaß macht. Letztes Jahr, wie die Konzerte dann ausgefallen sind wegen Covid, haben wir uns ein bisschen mit Streaming-Materie beschäftigt, weil das gibt halt zumindest den Leuten, die mit der Technik zu tun haben, ein bisschen die Möglichkeit, auch Konzerte zu sehen, wenn alles zugesperrt ist. Da muss man dann schauen, 10 Leute in der Halle, 5 auf der Bühne, 5 Technik-Leute und alle Masken auf. Aber es geht ganz nett. Wir haben letztes Jahr viel gelernt und da möchten wir euch heute einiges weitergeben davon. So, besten Dank für die Vorstellung. Ich wieder das Lehrgebiet auf mich. Wer so eine Art Doppelkonferenz machen bei uns, hat eh schon festgestellt, dass es fast wie in der Nachrichtenmoderation. Die Halle geht das auch bei uns bei, da haben sich schon die Qualität der Berufsjugendlichen ist sichtbar. Und das hört nicht mit dem Alter auf. So, ich klicke wieder weiter in der Folie. Da seht ihr jetzt einmal exklusiv Graz. Was ist das eigentlich? Das ist rund am Bahnhof, also in der Nähe von der Hauptpost, und ist ein Jugend- und Kulturzentrum. Genauere Infos könnt ihr auf der Website www.exklusiv.at euch dann anschauen. Die machen generell sehr viel mit Jugendarbeit, haben eben auch sehr viele Veranstaltungen, wenn nicht gerade Covid ist, was eben gerade eben so Rock-Metal-Bereich betrifft, und auch Workshops zu allen möglichen Dingen, also nicht nur Technik, sondern auch Kochen und keine Ahnung was noch, Tanzen und alles Mögliche. Generell da unten ist ein kleines Bild davon. Das Gebäude wurde ja letztes Jahr neu bemalt, also eben mit einer neuen Art von Graffiti. Es gibt natürlich ein Büro, dann einen großen Barbereich unten, wo es auch Konzerte gibt, die eher kleiner gehalten sind. 9 Proberäume mit da mittlerweile 30 Bands, die dort auch trainieren dürfen. Und eine eigene Studie gibt es auch dabei. Und natürlich dann eben, da hier sieht man da diesen Eingang, das ist eben dann dieser Hallenbereich. Die Veranstaltungshalle selber hat ungefähr 220 Quadratmeter und die Bühne hat 6x8 Meter. Also da gehen sich ungefähr von den Leuten, wenn ein Konzert voll ist, je nachdem wie die Absperrungen sind und die Sicherheitsabstände sind natürlich in Nicht-Covid-Zeiten um die 350 Leute aus. Also auch schon einige große Sachen wurden hier angeführt, kann man so gut sagen. Und dem es werden hier nationale und internationale Produktionen gemacht. Momentan wie gesagt nicht, aber wir freuen uns alle schon, wenn das Ganze voll anläuft. Kleiner Hinweis noch von uns aus den Hintergrundinfos. Wir haben ja auch hier mit entsprechenden Bands und Veranstaltern Kontakten. Und die haben schon alle gesagt, natürlich jetzt staubt sich alles nach hinten. Also die Durchstrecke jetzt wird dafür nachher ein umso größeres Feuerwerk hervorbringen, wenn dann wieder was möglich ist. Weil alle Bands fleißig, indem sie Material produzieren und das muss dann wieder aufgeführt werden. Also wir freuen uns schon, wenn da wieder fleißig jeder sind. So, wir schalten wieder weiter. Da seht ihr mal einen kleinen Überblick über die Location selber. Also eben das eine Foto war schon vorzusehen, wie das exklusiv von außen ausschaut. Da hier ist einmal der Lageplan, der immer dann interessant wird, wenn Bands herkommen und die wissen wollen, wie ist da eigentlich da hier dann die Location aufgeteilt. Dieser Bereich ist eben, ich hoffe, das sieht man jetzt mit der Maus, wenn man hier fahre, den roten Punkt. Das ist eben der Parkbereich für die ganzen großen Busse, die dann dort eben zum Teil Platz nehmen, weil wenn Bands herkommen, die haben ja sehr viel Equipment dabei. Das heißt Tourbus plus Anhänger, das ist schon mal eine ganz große Geschichte. Ist auch immer ganz spannend, mit dir um die Ecke fahren und dann eben diese schmale Einfahrt auch ohne Schaden zu nehmen, der Busfahrer das gut wieder runterbringt. Auf der anderen Seite hier sieht man dann wieder den Barbereich und auch schon einen Teil des Deckenbereichs. Und hier wird dann der Hallenbereich. Ist auch schon angegeben, hier einigermaßen dann die Strom zur Verfügungstellung, die man natürlich auch für Tourbus und so weiter braucht. Und generell kann man sagen, eben da wieder mit Halle, Bühne und Equipment. Werden wir euch gleich weiter mehr berichten. So, jetzt muss ich kurz weiterschalten. So. Es dauert immer ein bisschen, bis sich bei mir die Folie neu aufbaut.
Gut, da kommen wir gleich eben zu dem Haupttool, das wir heute verwenden werden, um euch da hier die verschiedenen Videoquellen zu zeigen, weil wir haben jetzt ja eben die eine Webcam fix am Computer angeschlossen. Wollte ich aber gerne noch mehr eben von der ganzen Halle hier zeigen und von den Equipment-Sachen, die wir haben. Das heißt, in dem Sinn haben wir uns mit OBS beschäftigt, um hier auch live wieder zu streamen. Und da hat man einen Vorteil eben, diese Software bietet die Möglichkeit, mehrere Videoeingänge zu verwenden. Also eben von normalen Kameras, Webcams, HDMI-Eingängen, alles Mögliche. Und ist auch für alle möglichen Plattformen verfügbar. Also eben für Windows, Mac und für Linux. Und man kann damit auch entsprechende eben Livestreams machen. Also unsere bisherigen Erfahrungen waren mit YouTube. Da kann man da gleich vorweg schicken, wenn man dort selber, also jeder von uns wird wahrscheinlich ein Google-Konto haben und ist damit einmal prinzipiell berechtigt, einen Stream zu machen. Wenn man das tun möchte, haben wir nur selber festgestellt, muss man das rechtzeitig vorher einplanen, weil es gibt eine Sperrfrist. Also wenn ich mich eben anmelde, dann muss ich einmal auf jeden Fall einen Tag warten, bis ich freigeschalten bin. Deswegen ein kleiner Tipp, wenn man solche Sachen eben wirklich live machen möchte, am besten Zeit vorher einplanen zum Durchchecken, damit man wirklich sieht, ob dann auch schon die Freischaltung funktioniert. Das Ganze geht auch mit Twitch und mit anderen Plattformen, Facebook, also alle möglichen werden dort angeboten und zeige ich dann gleich in der Software mehr. Warum ist es eigentlich so interessant geworden mit dem Streaming? Natürlich jetzt in Corona-Zeiten, weil die ganzen Kultureinrichtungen weiterhin geschlossen haben müssen. Es gab dazwischen mal so kleinere Veranstaltungen doch mit entsprechenden Auflagen, aber es machen doch sehr viele Leute schon eben regelmäßig Streaming, damit sie irgendwie ihre Fans halt erreichen können. Da kann ich auch noch wiederum sagen, wegen den ganzen Beschränkungen eben, es ist ja so eigentlich im Kulturbereich, man hat da schon sehr wohl auch mit Musik und so weiter zu tun, dass er rechtlich geschützt ist. Da wäre ich uns auch schon inzwischen bei ein paar Seminaren schlau gemacht und man kann nur jedem sagen, es ist offenbar momentan eine gewisse entspannte Haltung der Rechteinhaber, weil eben eh Krise ist, aber für die Zukunft eben ist man gut beraten, sich vor ihm abzusichern, auch in den ganzen Rechten, wenn Musik verwendet und solche anderen geschützten Bereiche, weil das könnte durchaus sonst teuer werden. Und im einfachsten Sinne wird man sonst nur gesperrt, aber es kann auch sein, dass sonst man ja anklopft und sagt, du eigentlich bist geschützt, also da kriege ich was dafür. Das heißt, um auch schon noch eben von den Stichworten der hier Vorbereitung, eben entsprechend einmal Zeit einplanen für das ganze Konzept. Dann ist auch die Frage eben, ob da alles funktioniert, also eben von den Geräten, die man anschließen möchte, ob die eben alle von der Stecker, von dem Kabel her alles funktioniert dabei. Am besten auch immer Backup-Varianten mitnehmen, weil wir haben auch schon erlebt, dass eben viele Sachen dann dazwischen mal nicht gehen, was man sich gedacht hat, das sollte gehen. Entsprechend Hardware-Software checken, das Budget auch checken eben, weil wir noch sehen nachher dann eben von den Bands, einige haben eben gutes Equipment gehabt, da werden die Bilder besser, bei anderen Sachen sagt man da mit Webcam und so weiter, bei Interviews ist natürlich dann die Qualität anders. Und beim Streaming Live haben wir auch festgestellt, es ist dann doch ein höherer technischer Aufwand, weil normalerweise bei Shows haben wir von den Technikern her die Aufteilung, es gibt halt jemanden für das Licht und jemanden für den Ton und das geht dann schon einigermaßen gut. Wenn man natürlich das Video auch noch macht, kleiner Tipp dahinter, es ist nicht nur dann eben, dass es technisch funktioniert, da braucht man jemanden, der es technisch auch versteht, sondern vielleicht auch jemanden, der sich was überlegt hat, wie das Ganze von den Kameraschnitten erfolgen soll. Weil wenn live gestreamt wird, ist immer die Frage, kommt es in Totale, kommt eine Seiteneinstellung, kommt irgendwie ein verwackeltes Bild von jemandem, der gerade eben eine Fankamera hat, das ist eine gute Frage dabei. Und eben da sollte man sich alles überlegen und entsprechend auch Backup und Alternativen einplanen. Ist nicht verkehrt. So, ich werde mal bei mir jetzt einrichten, dass ich das OBS Studio euch in das Blickfeld bringe. Also ich werde mal meinen Screen mit euch scheren. Moment. Jetzt muss ich noch das richtige Fenster auswählen. Und so das OBS Studio. Ne. Ich kann mir gerade sehen auf dem Kontrollbildschirm vom Stream her, ob man es auch dort sieht, weil bei mir habe ich da nur die Pfeile, die mir das anzeigen. Das Stream ist etwas zeitverzögert, das kennen wir mittlerweile auch schon. Also auch nur ein kleiner Tipp, eben am besten einen zweiten Rechner dem laufen lassen, dass man sieht eben, ob das, was man bei sich sieht, auch über das Internet gut ankommt. Das haben wir nämlich auch schon festgestellt, dass wir oft gedacht haben, es läuft eh alles und dann haben uns Leute ein paar Minuten später berichtet, es ist zwar schön bei euch, aber wir sehen draußen genau gar nichts. Also im Grunde haben wir schon den Kontrollmeter, damit wir sehen, aha, das sieht auch im Internet zu sehen. Ja, dann sehe ich genau das Gleiche. Also. Aha, jetzt bin ich wieder umgeschalten auf nur mein Bild, das sollte eigentlich nicht sein. Und
Man darf kurz fragen, bei euch im Internet sieht man es nur mich oder sieht man den Bildschirm auch? Weil auf meinem Kontrollmittel. Ah, doch, sehe ich wieder. Gut, okay. Das heißt, es nimmt ja dann doch das Ganze da hier. Jetzt wirklich mit der Latenz nicht so ohne. Sehr gut. Das Programm ist, wie gesagt, das OBS Studio. Und wenn man sich da hier anschaut, eben gibt es die üblichen Menüpunkte eben mit Datei bearbeiten und so weiter. Wichtig ist immer so, man fängt einmal an, dass man sich Videoquellen hier unten bei den Quellen einmal zusammensucht. Und für gewisse Szenen. Das heißt hier, diese Szenen hier, die kann man entsprechend erstellen. Und ich kann zum Beispiel hier eine Übersichtsszene erstellen. Also ich schaue mal hin, das ist quasi meine Übersicht über meine Geräte, die ich einmal eingeben möchte. Dann sieht man da unten, ich habe hier eine Szene neu erstellt, die hat auch noch keine Quellen drinnen. Und jetzt kann ich mal schauen, ich möchte dieser Szene neue Quellen dazugeben, gehe hier auf das Plus hinein. Dann sehe ich schon eine ganze mögliche Art von Quellen. Ich kann Audiogeräte hinzufügen, ich kann Bilder hinzufügen, ich kann alles Mögliche hinzufügen. Für mich mal interessant, die Videoaufnahmegeräte, die hier angesteckt sind an dem Rechner. Da sieht man oben, ich kann ein neues Gerät erstellen oder schon eine verwenden, die ich schon hätte. Jetzt, wenn ich da oben hineinschreibe, wie soll das heißen, kommt dann mein Standardname. Ich kann einmal sagen, ich möchte ganz gerne jetzt etwas Richtiges hineingeben. Also zum Beispiel ist dann eben die Canon-Kamera. Kannst du mal schauen, ob die eingeschaltet ist? Hier. Weil vom Setup hier, ich gehe mal kurz auf den Werner, damit man sieht, was gerade bei uns drauf ist. Also man sieht jetzt den Werner da hinten stehen. Und zwar, da haben wir eine Canon-Kamera. Die haben wir mit einem HDMI-Kabel und einem HDMI zu USB-Adapter an den Laptop angesteckt. Das Ganze läuft auf USB 3.0. Und das ist eben eine sehr hochauflösende Kamera, weil eben Spiegelreflex und sorgt für gute Bilder, auch wenn man Konzerte in der Totale macht. So, wichtig ist halt immer, wenn man die Kamera auch einschaltet, dass sie eben erstens einmal mit Strom ausreichend versorgt ist. Also Akku-Packs vorher bitte aufladen. Zweitens dann eben, wenn die Kamera innen nachher dann ein Bild hat, oft ist es nämlich so, dass die Kameras dann so verschiedene Einstellungen haben, wo man dann sieht, nicht nur das schöne Bild ohne irgendwelche Informationen, sondern sehr viel mit Batteriestatus und alles Mögliche, das bitte weggeben. Haben wir nämlich auch schon gehabt, dann hatten wir dann Aufnahmen, wo man alles Mögliche an Informationen der Kamera hatte, kommt auch nicht so gut an, ist aber authentisch. So, das heißt hier, die Kamera ist einmal jetzt von Werner eingeschalten worden und aktiviert. Ich gehe wieder zurück auf mein, Dankeschön, auf mein Programm. So, das heißt hier, schauen wir rein, das ist eben die Canon-Kamera von Werner. So, gehen wir mal da auf OK. Und jetzt sollte dann ein Dialog kommen eben, wo er sagt, was da alles ist. Moment, das ist jetzt die Kamera. Ah, das ist meine Webcam. Gut, also wie man schon sieht, eben, damit man auch da hier versteht, dass OBS, fragt es nochmal nach eben beim System, ob es ist eben Windows oder wieder hier ist Ubuntu Live Studio oder eben sogar Mac ist. Was ist denn bei dir alles an Geräten angesteckt? Und dann bekomme ich eine Liste. Und wie man da hier sieht, ist ja momentan eben die HD Pro Webcam, das ist eben die 29er von Werner, die er auf seinem Laptop hat. Die möchte ich nicht haben, sondern ich würde ganz gerne die andere haben, die eben über den HDMI-Konverter angesteckt ist. USB-Video muss es sein. Das wieder, das, genau, richtig, USB-Video. Also, ich gebe mal gleich auf dich auf. Ich bin ja eh im Bild jetzt. Du bist da oben. Wenn du den genau, Schirm okay, geteilt das, hast. Okay. Ich habe den Bild, man sieht dich da hier. Ja, wir haben so, wir haben beide einen Schirm. Siehst du, geht ja super. So, also jetzt mal auf das USB-Video. Das ist einmal der Kamera-Check. Ja, hier sieht man uns auch da hier hinten schon eben, wenn wir die Kamera winken, das geht wirklich da hin. Also, wie man schon sieht, das Bild ist hier entsprechend schön von der Kamera. Man kann natürlich auch da verschiedene Einstellungen machen, aber bei uns ist immer die Frage dann eben von der Auflösung her. Und wir haben uns entschieden dazu, wenn wir Sachen streamen wollen, es ist auch eine Frage der Bandbreite natürlich. Wir empfehlen es auch, wenn alle schon große Fernseher haben, nicht bitte in Full HD oder 4K oder sonst irgendwas. Müsst ihr immer damit denken, die ganzen Bilder müssen erstens bearbeitet werden und vor allem ins Internet auch gelangen und weitergeleitet werden. Aus dem Grunde empfehlen wir halt immer normalerweise das normale HD-Format nehmen, also eben die 1280x720. Ist von der Qualität her meistens durchaus ausreichend, eben auch für Konzerte und ist auch für die Rechner entsprechend schonender. So, das ist es. Dann eben gehen wir hier weiter auf OK. So.
Das heißt, hier haben wir schon einmal von uns jetzt eben unten sehen, das ist die Kanu von Werner. Und jetzt sind wir, ich sehe schon, wir sind in der Zeit schon fortgeschritten, aber ich nehme an, nachdem wir heute ja gesehen, wir haben einen längeren Zeitslot, dürfen wir ein bisschen länger noch machen, wenn wir gerade das Programm erklären. Ich will jetzt keine Beschränkung, also ich mache aus dem Grunde einfach mal weiter, wie die Bands, die uns auch immer überziehen. Ich schicke jetzt mal gleich noch die nächste Kameraquelle hinein, damit ich immer sage, ich bitte wieder sende jetzt noch eine weitere dazu, also eben wieder auf dem Gerät. Das wäre dann eben die Webcam von Werner zum Beispiel. So, muss wieder warten, bis da eben das Ganze jetzt vom System abgeklärt wird. Wieder, wir wollen da nicht gleich hinzufügen. Dann wird automatisch erkannt, gut, welche Webcam ist da vorhanden. Aha. Und da sehen wir schon, da kann etwas passieren ab und zu beim OBS, also wenn eben die Geräte der Reihe nach hinzugefügt werden, dann ist es manchmal eben aufgrund, wenn alles auf USB gesteckt wird, das System etwas überlastet. Das heißt, in diesem Sinne kann ich nur sagen, ich tue mal die Kamera hier trotzdem hinzufügen, auch wenn ich kein Bit habe, gehe wieder mit der Auflösung, weil die kann mich dann doch noch verstellen, wieder auf die 1080x720 und füge die mal hinzu, damit wir die beim nächsten Mal wieder haben. So, deswegen die Canon haben wir und die Webcam haben wir dabei noch nicht. Was man immer machen kann, wenn es passiert, am besten einmal das OBS beenden und nochmal neu starten. Das haben wir leider auch schon lernen müssen. Also immer so, wir haben ja schon bei Seminaren gefragt, ob das nicht nur bei uns ist, sondern bei allen Leuten. Das kommt leider oft vor. Das heißt, immer sich dann merken, welche Geräte, in welcher Reihenfolge wir anstecken, Programme dazwischen wieder abschalten, neu starten. Und wenn es dann nochmal läuft, nach Möglichkeit nichts mehr neu einstecken oder verändern, weil das immer dann wieder bei den Programmen für Instabilitäten sorgt. So, müssen wir kurz das OBS starten. Und beim nächsten Mal einplanen werde ich gleich mehr Zeit einplanen automatisch, weil es dauert online mit Delay und so weiter deutlich länger, als wenn ich das daheim flüssig mache. So, und wir sehen schon, in dem Sinne ist die Webcam von Werner wieder da. Also, was wir früher nicht hatten, nach einem Neustart von OBS ist es wieder sichtbar. Und es ist nur die Frage, ob wir die andere Canon-Kamera noch haben. Das heißt, ich gehe mal kurz hier auf eine neue Szene. Mache da jede Szene total. Und füge mir einfach da hier die Canon hinzu, weil die habe ich ja schon. Das wäre mein Aufnahmegerät, das ich schon habe, kann ich hier unten auswählen und sage, ich nehme gerne die Canon-Kamera von mir dazu. Das sollte es eigentlich nicht sein, wenn normalerweise kommt es dann ins Bild und das war wieder nur die Webcam von Werner, na super. Das ist wieder mal der Vorführeffekt, den wir nicht haben wollen. Wie ihr seht, das haben wir bei den Streams vorher deutlich besser noch gehabt. Gut, aber nachdem das halt eh schon weiter fortgeschritten ist, das war nochmal so eine kurze Idee dahinter, der ist, man kann hier mit Szenen arbeiten, Videoquellen, andere Quellen einfügen, entsprechend auch dann hier auch mit Überblendungen arbeiten, was ihr hier seht. Ich fahre mal noch kurz eine Präsentation fort. Ich beende mal kurz jetzt die Bildschirmfreigabe. Ich will noch schnell die anderen Folien durchmachen. Moment. So, muss ich da warten, bis es aufbaut. Da habe ich einmal kurz zusammengeschrieben, eben was da ist mit den ganzen Sachen für ein Live-Video. Man sollte sich eben anschauen von den Hardware-Ressourcen her, vor allem nur einen Laptop oder einen besser ausgestatteten PC, entsprechend auch mit Monitor, zweiten Monitor. Haben wir auch schon festgestellt, empfiehlt sich sehr erweiterter Bildschirm, um eben alle Sachen im Blick zu behalten. Die ganzen Sachen, die hier drinnen stehen, eben mit GPU, RAM und so weiter, sind also Komponenten, da kennt ihr euch hier wahrscheinlich gut aus. Bitte vorher abklären, ob das auch den Ansprüchen entspricht. Das OBS generell gibt immer noch eine Auslastung an. Das heißt, es warnt auch vor, wenn es nicht mehr genug Daten speichern kann oder übertragen kann, dann bitte entsprechend auch die Auflösung reduzieren oder andere Sachen eben den Hardware entsprechend einpassen. Gut, Formatsystem und so weiter und OBS habe ich eh geschrieben, da geht es eben um die Geräteerkennung, also eben wie melde ich die Geräte an, die meistens über USB angesteckt werden.
Es ist so, Kollegen von mir, die öfter schon damit gearbeitet haben und sehr viele HDMI-Geräte dann eben mit so einem Adapter auf USB anstecken wollten, haben schon gesagt, mittlerweile verwenden sie eine eigene Hardware, die eben die HDMI-Geräte selber schon dann freischaltet und nur ein Gerät als Quelle auf den USB hinausschickt. Solche Dinge sind ab 300 Euro zu haben und sind wahrscheinlich, wenn man öfter damit arbeitet, eben bei solchen Sachen empfehlenswert, weil das viele Fehler können schon mal eliminiert. Internet selber kann ich auch nur sagen, eben von der Bandbreite her. Hier im Haus beim Explosiv haben wir den Vorteil, wir haben hier eine ganz gute Standleitung und derzeit auch keine anderen Leute, die das verwenden. Wenn Leute das daheim auch probieren sollten, kann ich nur sagen, bitte entsprechend auch beachten, eben welche Upload-Rate ihr habt, weil Download ist meistens sehr gut. Upload ist eine Frage, wie viel dahinter ist und wie stabil das Ganze ist. Wir haben hier meistens alle Sachen verwendet, eben dann über Kabelanbindung, wenn es gut laufen soll. Weil eben jetzt WLAN ist immer die Frage halt, ob es dazwischen Aussetzer gibt. Videokameras habe ich eh auch schon hingeschrieben, die normalen Webcam, also Webcams eben mit intern und extern. Auch nichts übersehen, die Webcam, die bei jedem Laptop eingebaut ist, ist eigentlich auch eine USB-Webcam, die dranhängt. Und deswegen auch wieder der hier von der Stabilität her kann es dann eben zu anderen Sachen kommen. Fotokameras haben wir auch schon gehabt und den Kabeladapter ist auch da hier alles. Unten habe ich einen Tipp hingeschrieben, diese Webcam-App, das ist eben speziell auch für alte Handys interessant, also eben dieses iriun.com. Die haben Treiber entwickelt und Apps eben, wo man alle möglichen Kameras, die man noch hat, über alte Handys wieder verwenden kann. Und zwar ist da in der Lage, dass man da hier sehr einfach dann entweder über WLAN oder über USB-Kabel diese Handys oder Altgeräte eben als Webcam verwenden kann. Und Linux habe ich mir angeschaut, ist momentan leider nur immer eine Kamera möglich. Aber unter Windows zum Beispiel gehen schon 4 Kameras, weil die schon 2 Versionen weiter sind. Also ich hoffe, dass unter Linux dann auch so weit ist. So, ich schalte nochmal dann eben schnell, wenn wir schon fast am Ende sind, auf die Links, die wir euch nämlich hineingestellt haben. Wenn wir schon vermutet haben, wenn was schief läuft, dann könnt ihr euch einmal anschauen, was wir schon gestreamt haben. Ich muss wieder warten, bis sich das Bild bei mir aufbaut. Am nächsten Slide. Genau, also das ist lustig bei mir. Ich habe mich bei mir jetzt auf dem Kontrollbildschirm sehe ich schon das Fazit und auf dem anderen Bildschirm sind noch die andere Folie, aber gut, gehört auch anscheinend dazu. Also eben als Fazit kann man nur sagen, eben wir werden das Ganze hier noch weiter ausbauen, weil ja noch mit Covid eben entsprechend längere Zeit leider keine Bands haben dürfen. Aber ich sehe schon das wieder eins weiter. Das ist interessant, also auch nur so eine Eigenart gerade eben von meinem Kontrollbildschirm, den ich hier habe. Ich habe ja immer, obwohl ich hin und her schalten kann, auf dem Stream bei euch, habe ich immer noch die gleiche Folie im Blickfeld. Das ist anscheinend gerade der Bildschirm irgendwie eingefroren. Ich versuche wieder zurückzuschalten, ob er das annimmt. Ja, das schaut gut aus. Okay, also ich habe es nochmal geschafft, die Folie zurückzuschalten. Das ist gut. Und zwar ist es so, eben, wir werden hier noch mehrere Konzerte hoffen, wir dann eben auch streamen können und das auch für die Zukunft beibehalten, weil eben die Leute auch erkannt haben, man kann ja Leute komplett woanders erreichen, die zum Teil auch nicht eben in die Halle kommen können, aus welchen Gründen auch immer, auch nach Corona. Und wir haben uns also einige Beispiele hineingegeben für Streams, die wir gemacht haben. Das eine sind das Konzert von Gelände, das war eben live aus dem Explosiv. Covid-Stream, da braucht man da hinaufklicken. Und danke, der Tontechniker ist gerade in seinem Element und bringt mir wieder hoffentlich die Bassstimme zurück. Ich arrangiere mich einmal mit einem Bild, das ich aber dabei nicht sehe. Gut. Und Underground, das ist nämlich auch so ein, warum ich den Link hineingegeben habe. Es gibt exklusiv den Klee Pecher, der hat sein eigenes Label mittlerweile, gerade Ziel Records. Und hat da auch Bands, die eben ihre Sachen präsentieren. Die haben dann eben bei uns auch einen Livestream machen wollen. Und da haben wir auch schon mal alle Probleme gleich mal festgestellt, die es geben kann. Wir haben dann einen Backup-Stream gemacht. Das heißt dann, aus dem Videomaterial, das wir geschnitten haben, das Ganze nochmal später gemacht. Das ist interessant derzeit. Spannend, das, ja. Also ich stelle fest, mit Big Blue Button muss ich mich auch noch mehr auseinandersetzen, weil da ist das etwas verzögert zum Teil und auch okay. Aber auf jeden Fall eben bitte euch die Links anzuschauen. Das war heute mal ein kleiner Teaser nur, dass wir sagen, okay, mit diesen Tools haben wir gearbeitet. Wir werden beim nächsten Mal natürlich entsprechend mehr Zeit einplanen.
Und anhand von diesen Beispiellinks könnt ihr schon mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Wir haben jetzt dann eh eine kleine Pause, weil eben um 17 Uhr ist der Tobias bei mir, der auch schon erst netterweise Licht macht. Besten Dank nach oben. Und wird dann einige Sachen auch noch zeigen im Zeig-Licht-Pult, was man damit Open Source machen kann, versus normalen Pulten. Und da werden wir gleich einmal die Videosong inzwischen auch noch einmal optimieren. Ja, vielen Dank Helmut, vielen Dank Werner. Jetzt wäre eigentlich noch Zeit für ein bisschen Fragenrunde. Wenn ihr noch schnell eine Frage habt im IRC, stellt sie jetzt. Bis jetzt ist nicht viel zusammengekommen. Ein bisschen Feedback noch. Vielleicht ist das gut für uns alle, die momentan gerade Vorträge halten und so weiter. Monitor Sharing shared einen ganzen Monitor. Window Sharing shared leider die Dialoge nicht mit. Das heißt, vielleicht, Helmut, kannst du uns noch schnell ein, zwei Dialoge zeigen oder zumindest für Fragen im IRC zur Verfügung stellen? Ich glaube, du bist unter dem Handle HS erreichbar. Ansonsten geht es um 16 Uhr weiter mit unserem nächsten Vortrag: Zwei Faktoren für den sicheren Server.